Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Als erstes möchte ich mich heute mal bei Sascha bedanken, der meinen Kanal über mein PayPal-Me-Konto unterstützt, also den Link, den ihr in meinen Beschreibungen findet. Ganz herzliches Danke dafür. Ich sehe das als Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg mit meinem Kanal bin. Nun, wie in der Überschrift schon gelesen, heute geht es um das Thema Bodenabläufe. In dieser Zeit werden ja gerade sehr viele Deiche umgebaut, neu gebaut. Ja, und ein Thema, was man durchgängig immer wieder beobachten oder lesen kann, ist die Verwendung von Bodenabläufen in Kuhdeichen. Nun, und mir fällt da auf, dass manche meiner Meinung nach da ein bisschen verkehrt an die Sache rangehen und vor allem auch eine verkehrte Meinung von diesen Bodenabläufen haben, wie diese funktionieren, beziehungsweise auch, worauf man hier achten kann. Und auf diese Punkte möchte ich heute einfach einmal kurz eingehen in diesem Video und euch zeigen, was da meine Überlegungen sind. Grundsätzlich sollte man für jeden Bodenablauf in einem Durchmesser von DN 110, also ich habe hier nur einen kleinen Bodenablauf mit einem 50er Rohr, aber für einen 110er Bodenablauf sollte man einen Durchfluss von 10 bis 15.000 Liter pro Stunde ansetzen. Ich würde mich da eher an den 15.000 Litern halten, denn wir alle wissen, wenn ich eine 15.000er Pumpe kaufe, dann werden in der Regel im Normalbetrieb nicht die vollen 15.000 Liter befördert, sondern nur ein Bruchteil davon. Also vielleicht 12.000 Liter oder 10.000 Liter, kommt immer auf die Filterkonstellation an, auf die Verrohrung und dergleichen. Also rechnen wir jetzt einmal für einen Bodenablauf mit 15.000 Liter. Nun, wenn jetzt jemand sagt, er möchte vier Bodenabläufe in seinen Teich einbauen, mir aber dann erzählt oder schreibt, dass er nur eine Wasseraustauschrate von 30.000 Liter anstrebt, dann ist so ein Unterfangen eigentlich vom Vorhinein zum Scheitern verurteilt. Nicht, dass die Bodenabläufe nicht funktionieren, aber das Problem ist einfach das, dass im Bodenablauf und in den Rohrleitungen zu wenig Strömungsgeschwindigkeit dann herrscht und sich hier in diesen Bodenabläufen der Sediment, der Schmutz nur ansammelt. Nun, das Ganze kann man umgehen, wenn man das Ganze entweder von Haus aus so auslegt, dass ich sage, okay, ich versuche wirklich diese 10.000 bis 15.000 Liter durch jeden Bodenablauf zu drücken. Das heißt dann, bei vier Bodenabläufen zum Beispiel muss ich mindestens 60 Kubikmeter Pumpenleistung installieren, um hier genügend Sog auf den Bodenabläufen zu haben. Oder es gibt auch einen Engländer, den viele auch kennen, Peter Waddington. Der macht es bei seinem Deich so, dass er nur immer einen Bodenablauf betreibt und die anderen aus seinem System herausschiebert, dann jeden Tag den Bodenablauf, den er dann neu verwendet, den er sozusagen umstellt, zuerst spült und dann eben auf einen anderen Bodenablauf den Teich reinigt. Nun, das kann man machen, scheinbar funktioniert das bei Peter Waddington auch, wobei für mich persönlich hier die Sinnhaftigkeit von zum Beispiel vier Bodenabläufen sehr zu hinterfragen ist, denn im Endeffekt betreibe ich jeden Bodenablauf immer nur am fünften Tag. Also am ersten Tag ist Bodenablauf 1 dran, am zweiten Tag geht der Bodenablauf 2 zum Filter, am dritten Tag der Bodenablauf 3, am vierten Tag der Bodenablauf 4 und am fünften Tag beginne ich wieder mit Bodenablauf 1. Heißt aber jetzt dann im Klartext, 4 Tage lang steht der Schmutz in den Rohren, 4 Tage lang sammelt sich Sediment im Bodenablauf an. Ja, und eigentlich sollte das Ziel von Bodenabläufen ja das sein, dass man so schnell wie möglich so viel Schmutz aus dem Teich bekommt, wie es nur geht. Ein weiterer Irrglaube, der häufig verbreitet ist, ist, dass dieser Bodenablauf seitlich einen massiven Zug hat. Und viele denken, weil hier ja dieser Deckel drauf ist, wird jetzt nur mal provisorisch Distanzhalter eingebaut. Viele sind der Meinung, wenn ich hier den Deckel habe, dass hier seitlich der Schmutz zum Bodenablauf gezogen wird. Das stimmt aber nur bedingt. Es stimmt, dass in einem gewissen Umkreis um diesen Bodenablauf diese Sogwirkung feststellbar ist und da auch Sediment angesaugt wird. Aber dieser Umkreis, da darf man sich jetzt nicht einen Meter vorstellen oder vielleicht noch eine größere Fläche,
sondern hier reden wir von wenigen Zentimetern, wo das funktioniert. Und je nach Gewicht des Sediments mag es sein, dass diese Sogwirkung ausreicht. Aber in der Regel würden wir da vielleicht von 30, 40 cm rechnen, rund um den Bodenablauf, wo wirklich diese Sogwirkung einen Einfluss aufs Sediment hat. Der Bodenablauf selber dient vielmehr dazu, dass er einfach Stoffe, die im Wasser schweben, ansaugt. Und ich habe mir selber lange die Frage gestellt, warum baut man jetzt einen Bodenablauf so wie hier in den meisten Fällen in Europa verwendet, also mit diesen Domdeckeln, dass man in der Mitte hier dieses Standrohr hat und hier so ein Behälter sozusagen, wo der Schmutz zusammengeführt wird und dann in die Rohrleitung geht. Warum baut man das nicht so wie in Japan? Wer sich bei Videos von Züchtern anschaut, sieht das sicher öfters in den Becken, wo einfach am Boden nur Gitter drauf ist und fertig. Also die haben auch diesen Schacht im Prinzip, aber dann keinen Domdeckel auf dem Bodenablauf drauf, sonst da sind meistens nur Gitterstäbe oder vielleicht auch ein Lochgitterblech aufgelegt. Nun, ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass dieser Bodenablauf durchaus einen Sinn hat. Denn was ist der große Nachteil von Gittern? Nun, ein Gitter, da bleiben Fadenalgen hängen, da bleiben Blätter hängen, da bleiben zum Beispiel hängen oder Steine und dergleichen. Also alles, was im Endeffekt nicht durch diese Gitterstäbe durchpasst, wird mir auf dem Gitter liegen bleiben. Jeder, der so ein Hälterungsbecken hat mit einem Lochblech drinnen, der kennt das. Alles, was jetzt größer ist, wie 5 mm im Durchmesser zum Beispiel, das bleibt mir immer auf dem Bodenablauf oder auf diesem Gitter liegen. Und das ist jetzt der große Vorteil dieses Systems mit dem Domdeckel. Im Prinzip haben wir hier eine Kammer, wo rundherum frei ist. Das heißt, es kann aller Schmutz, der jetzt durch diesen Schlitz passt, den ich mir im Endeffekt mit dem Abstand vom Domdeckel einstelle, also jeglicher Schmutz, der hier durchpasst, kommt in diese Sammelkammer und kann dann von hier aus mit dem Absaugrohr erfasst werden. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein kleiner Bodenablauf für kleine Hälterungen. Normalerweise hat man hier ein 110er Rohr. Und wenn ich jetzt sage, ich stelle den Domdeckel so mit einem Fingerbreit ungefähr Abstand ein, dann kann ich davon ausgehen, dass zum Beispiel sogar Steine mit einer Größe von 2 cm Durchmesser durch diesen Bodenablauf in meine Filterkammer gelangen. Also ich kann hier wirklich viel Schmutz absaugen, ohne dass ich jetzt Gefahr laufe, dass hier ein Gitter verschmutzt, dass ich irgendetwas reinigen muss. Ja, das waren ein paar Überlegungen zum Thema. Das waren ein paar Überlegungen zum Thema Bodenablauf meinerseits. Ihr seht es vielleicht im Video, es beginnt gerade zu regnen. Ich werde deswegen jetzt auch mein Video beenden. Ich hoffe, für den einen oder anderen war was Brauchbares dabei und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal.